Und die Idee war, dass ich das mache, weil Hannes hätte jetzt hier in dieser Moderation den Ahnungslosen spielen müssen. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich ein bisschen ahnungslos bin. Deswegen die Fragen, die ich gleich stelle, da weiß ich tatsächlich noch keine Antworten drauf und bin ganz gespannt auf eure Antworten. Wir wollen einsteigen eigentlich so mit dem, wie es im Moment bei euch so abgeht. Also wie geht's euch? Wie sieht euer Alltag aus? Wie haltet ihr die Motivation hoch zu trainieren? Könnt ihr überhaupt trainieren? Trainiert ihr in der Gruppe? Habt ihr Sondergenehmigung? Und bei Marc, bei dir, du bist ja sportlicher Rentner, weitestgehend zumindest. Wie sieht's da bei dir aus? Ja, wer soll denn anfangen? Des Alters nach. Der Jüngste zuerst. Alter vor Schönheit, wie gesagt. Okay, der Jüngste fängt an. Dann starte ich mal. Also, hallo zusammen von mir auch an alle. Danke erstmal an Hannes und Daniel für die Worte am Anfang. Wie geht's mir? Also momentan ungewohnte Situation für alle, glaube ich. Ich muss sagen, die ersten Tage hat man erstmal so ein bisschen gebraucht, bis man sich so ein bisschen an das Heimtraining gewöhnt hat. Mittlerweile habe ich aber eigentlich einen ganz guten Rhythmus. Wir haben einen Trainingsplan bekommen von unseren Trainern, können da, soweit es geht, zu Hause trainieren, haben dazu ein Spinningbike bekommen, Gewichte bekommen, und versuchen einfach hier jetzt zu Hause das Beste daraus zu machen. Und wie die Motivation hochzuhalten ist, ist schwierig zu sagen. Also momentan weiß noch keiner, wie lange das dauert alles, wann die ersten Turniere wieder starten. Von daher versucht man sich einfach ohne Schläger, soweit es geht, fit zu halten und ja, warten, wie es weitergeht. Gut, Kai, willst du weitermachen? Ja, mein Part sozusagen, also ich kann mich eigentlich Fabi nur anschließen. Es ist eine besondere Zeit, aber wir versuchen halt, es so gut es geht, irgendwie zu trainieren und uns fit zu halten. Und Fabi hat es ja schon gesagt, wir kriegen von unseren Trainern einen sehr ausführlichen Plan. Ich habe das Gefühl, da wird noch mehr geplant als unser normales Training teilweise. Wir haben zum Beispiel auch eine Mentaltrainingseinheit jede Woche zusammen, auch über dieses Tool hier. Wir haben ja Spielergespräche. Ich hatte heute mein Spielerentwicklungsgespräch für das nächste halbe Jahr. Aber ja, es ist halt für alle irgendwie ein bisschen komisch, weil wir nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Also wir können halt nicht, wir können jetzt die nächste Woche planen, aber wir wissen ja nicht ganz genau, wann können wir wieder in die Halle, wann gibt es wieder Turniere. Das ist so, glaube ich, das Schwerste im Moment, was so für alle schwierig ist in der Planung. Aber wir versuchen halt jetzt so die Grundlagen sozusagen zu trainieren und das klappt, glaube ich, ganz gut, auch zu Hause. Wir haben ja, die meisten haben ja genug Equipment zu Hause, das ist eigentlich in Ordnung. Ja, bei mir, du hast schon gesagt, meine sportliche Karriere ist ja beendet. Insofern, mein Trainingsplan hat sich jetzt nicht so verändert, um ehrlich zu sein. Ich probiere irgendwie ein, zwei, dreimal die Woche laufen zu gehen und so ein bisschen Krafttraining zu machen. Habe mir sogar eine Klimmzugstange für zu Hause her bestellt und eingebaut. Also insofern leidet mein Training nicht darunter, aber ich denke mir bei den meisten Leuten natürlich der Job. Ich bin seit 2 Wochen im Homeoffice hier in Berlin. Das läuft auch ganz gut, aber ist natürlich trotzdem träge, weil einfach viele Meetings abgesagt werden oder man den ganzen Tag wirklich nur in Telcos hängt. Das hat sich sicherlich verändert und jetzt in meiner Rolle als Athletensprecher für die BWF hat sich auch viel getan, weil natürlich die Unsicherheit, wie Kai schon eben sagte, bei den Spielern überall super groß ist und plötzlich alles von allen möglichen Nationen auf mich einprasselt und tausende Fragen. Und ich probiere es dann abends und nachts und am Wochenende irgendwie abzuarbeiten. Also Langeweile habe ich nicht, Homeoffice, wie man sieht, und ja, aber ansonsten alles bestens. Ja, Wahnsinn. Ihr habt jetzt, Fabian, du hast gerade gesagt, also alles das, was eben nicht mit dem Schläger ist, habt ihr gar kein Training irgendwie mit Schläger? Ich weiß, in NRW gibt es im Moment das sogenannte Kontaktverbot, aber man darf sich mit einer Person noch treffen. Wäre also theoretisch doch eigentlich möglich, auch noch zu trainieren mit einer Person, dass man noch zumindest so ein bisschen Sparring hinbekommt, oder sagt ihr, aus Sicherheitsgründen machen wir das gar nicht? Nee, also die Sportstätten sind komplett geschlossen in NRW. Also da gibt es gar keine Möglichkeit. Wir versuchen uns, soweit jetzt, wie es geht, alleine fit zu halten. Haben natürlich ganz viele Meetings jetzt auch Online-Training, Mentaltraining, wie Kai schon gesagt hat. Aber die Möglichkeit, in die Halle zu gehen, gibt es momentan nicht. Und soweit ich weiß, auch
deutschlandweit ist da erstmal alles zu und gibt es keine Ausnahmegenehmigung. Ja, dann an dich die Frage, Marc, dann gäbe es ja vielleicht mal ein bisschen mehr äußeren Druck bei der BWF, dieses Air-Badminton, das es schon seit einiger geben soll, ein bisschen auf den Markt zu bringen, damit ihr draußen was machen könnt. Ja, da bin ich nicht ganz in dem Thema so tief drin, aber es ist natürlich mitbekommen als Council-Mitglied bei der BWF, dass das Air-Badminton ein großes Thema ist. Die Entwicklung von den Bällen ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert und das wäre super, wenn es jetzt schon fertig wäre. Meines Wissens ist es noch nicht ganz so weit. Aber das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn wir jetzt draußen spielen könnten, obwohl es gerade eben vor einer Stunde in Berlin richtig geschneit hat. Also würde das im Zweifelsfall vielleicht auch nicht gehen. Ja, ja, okay. Wir sind eigentlich direkt schon beim nächsten Thema. Ihr seid ja auf der einen Seite hier als ehemalige bzw. aktuelle Top-Athleten aus Deutschland, aber vor allem seid ihr hier, weil ihr eben die Vertreter seid, die Athletenvertreter für den DBV Fabian, für Badminton Europe Kai und für die BWF Marc. Ich stelle mir tatsächlich noch die Frage, jetzt bin ich wirklich der Ahnungslose, ihr seid jetzt alle drei Deutsche, ihr seid alle drei Männer, gibt es da bestimmte Kriterien, nach denen man da gewählt wird? Wie kommt ihr da rein? Gibt es für jedes Land jemanden, der da Athletenvertreter ist? Oder ist das eine besondere Fügung, dass es eben in dem Fall drei Deutsche sind? Darf jeder von mir antworten, wer möchte? Vielleicht fange ich mal an. Also bei der BWF gibt es tatsächlich eine Regel, es sind sechs Leute in der Athletenkommission. Davon müssen mindestens zwei das andere Geschlecht sein. Im Moment sind es tatsächlich zwei Mädels, die wir haben noch, die Sindhu und die Kirsty Gilmore aus Schottland und nur eine Person pro Land. Damit so eine gewisse Diversifikation gewährleistet ist, ist das so auf BWF-Ebene. Und bei Badminton Europe ist das ähnlich? Ja, das ist ähnlich. Also wir haben auch die Regel, es muss mindestens eine Frau und ein Mann in der Kommission sein. Wir sind aber insgesamt nur zu dritt, weil wir sind für Europa zuständig. Also ich glaube, Marc hat deutlich mehr zu tun als wir im Moment. Aber ja, es gibt sozusagen auch die Regel, Mann und Frau ist getrennt und sozusagen auch, dass nur einer pro Nation sozusagen in der Kommission dabei sein darf. Aber ich glaube, das ist einfach Zufall, dass wir jetzt alle drei irgendwie, also Fabi ist ja für den DEV, aber dass Marc und ich jetzt international da was machen, ist so gewisserweise Zufall. Aber ich glaube, es ist halt auch ein Zeichen dafür, dass wir in Deutschland eher auch ein Land sind, wo sowas eine größere Rolle spielt, also so die Beteiligung von Athleten allgemein. Und andere Länder, da merkt man schon, dass das so nicht so eine große Rolle spielt und da wenig Input, beziehungsweise die sich einfach nicht mit dem Thema auseinandersetzen, was können wir als Athleten irgendwie auch so in der Politik und im Sport bewirken. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, warum jetzt vielleicht hier drei Athletensprecher in unterschiedlichen Funktionen sitzen. Okay, dann ist das so, ihr seid wahrscheinlich auch für eine bestimmte Periode, Amtsperiode gewählt. Wie geht das vonstatten? Also wie findet so ein Wahlverfahren statt? Und wie erkennt ihr Vorgänger von euch? Also gibt es auch deutsche Vorgänger auf europäischer Ebene oder auf Weltebene? Und Fabian, kennst du deine Vorgänger? Ja, mein Vorgänger sitzt hier auch dabei, also der Marc. Der hat sozusagen mit seinem Karriereende, hatte er mich damals gefragt, dass, ob ich mich aufstellen lassen möchte. Und im DBV geht es dann eigentlich so, dass alle zwei Jahre bei den deutschen Meisterschaften kann sich jeder aufstellen lassen oder wird aufgestellt. Und dann wird da gewählt bei den deutschen Meisterschaften in Bielefeld alle zwei Jahre. Und dann gibt es sozusagen einen Athletensprecher und einen stellvertretenden Athletensprecher. Und das ist sozusagen mit unseren Stützpunkten so ausgelegt, dass immer einer in Mülheim ist und einer in Saarbrücken. Für Mülheim bin ich das und für Saarbrücken, da ist die Isabel Hertrich als stellvertretende Athletensprecherin dabei. Und ja, wir wurden jetzt dieses Jahr wieder für zwei Jahre gewählt und so ist der Turnus erstmal. Sorry, ich wollte sagen, also ich glaube, es ist vielleicht doch kein Zufall, dass hier drei Deutsche aufsitzen unter verschiedlichen Funktionen. Ich meine, natürlich sind wir alle von unterschiedlichen Leuten gewählt worden,
Aber mein Vorgänger als Athletensprecher im DBV war tatsächlich der Hannes Käsbauer, mit dem ich immer im engen Austausch gestanden habe. Und der hat gesagt, Marc, willst du das nicht machen? Ich habe das damals mit der Carla Nelte gemacht. Und als dann absehbar war, dass ich das nicht mehr machen kann oder weil ich einfach nicht mehr aktiv war, habe ich dann den Fabi angesprochen. Und ich denke, dass jetzt wiederum auch der Fabi zum Beispiel Jüngeren gegenüber als Vorbild dient, auch jüngeren deutschen Spielern, sodass die dazu motiviert werden, sich einzubringen, dass sie merken, okay, man kann da was bewegen. Kai, wir hatten auch über deine Europawahl quasi gesprochen, wo du natürlich auch viele Fragezeichen hattest. Und da hilft es natürlich, wenn man jemanden hat, den man irgendwie mal anrufen kann und sagen kann, okay, bringt das überhaupt was, wie viel Arbeit ist das? Und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es schon ein gutes Signal, dass auch vom Deutschen Badmintonverband das so tatsächlich unterstützt wird, dass wir uns da aktiv einbringen und unsere Meinung sagen. Und ich hoffe, dass es auch als Vorbild erstmal den Jüngeren in Deutschland gilt, aber auch generell international beachtet wird. Also ihr habt jetzt, Athletensprecher bedeutet, ihr seid auch von den Athleten selbst gewählt worden, richtig? Deutsche Meisterschaften für den DBV und dann ist das dann auch entsprechend bei den Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften die Athletensprecher für Europe und BWF? Ja, bei der BWF ist es alle vier Jahre, bei den Mannschaftsweltmeisterschaften, weil einfach die meisten Spieler da zusammenkommen. Gut, jetzt habe ich das ganze Verfahren erstmal verstanden. Was sind denn eure Aufgaben? Also ich weiß, dass du, Marc, jetzt kürzlich erst einen offenen Brief an das IOC geschrieben hast in Bezug auf die Olympia 2020. Und ich habe aus dem Podcast von dir, Kai und Tobi, gehört, dass du kürzlich auch in, ich glaube, in Dänemark warst und da eben auch als Badminton Europe Vertreter irgendwie aktiv zu sein. Was sind eure Aufgaben? Was macht ihr? Ihr sollt anfangen. Ja, wir gehen mal rein nach. Daniel, fang du mal an. Ja, also die Aufgaben sind erstmal die grundsätzlich die Meinung aller Athleten, aller Bundeskaderathleten zu vertreten gegenüber dem, ja, gegenüber dem Leistungssportpersonal, sage ich mal, also den Trainern, dem Präsidium gegenüber, ist man da sozusagen die Schnittstelle. Das bedeutet, wenn es irgendwie Probleme gibt bei den Athleten, im Training, im täglichen Training, sonstige Nominierungsentscheidungen oder sonstige Entscheidungen, dann sind wir sozusagen, wenn das die Athleten nicht unbedingt direkt mit den Trainern kommunizieren möchten, ist es da sozusagen eine Schnittstelle. Dazu sind wir zweimal im Jahr bei den Kadersitzungen dabei. Da wird die Kader des Badmintons werden da festgelegt. Und da haben sozusagen die Athletensprecher auch eine Stimme dabei und können da ihre Meinung kundtun. Dazu sind wir einmal im Jahr bei den Athleten Deutschland, bei dem Verein der Athletensprecher von allen olympischen Verbänden teil und können uns da austauschen, wie das in anderen Verbänden abläuft und bekommen da einen ganz guten Einblick und können genauso auch die Meinung der oder unserer Athleten dann auch sozusagen über Athleten Deutschland an den Dachverband, an den DOSB weiterbringen. Und ja, so, das sind erstmal so die grundlegenden und wichtigsten Aufgaben. Im Endeffekt, der Großteil geht es erstmal darum, die Meinung zu vertreten. Und jetzt ganz aktuell ist ja das Thema mit Olympia und da waren wir jetzt auch ganz viel im Austausch, hatten ja alle zwei Tage eigentlich jetzt eine Telefonkonferenz mit allen Athletensprechern, um da die Meinung gerade an Athleten Deutschland weiterzutragen. Wie ist der Stand der Dinge? Was wollen die Athleten? Sind die für eine Verschiebung der Olympischen Spiele? Sind sie nicht für eine Verschiebung? Um da eben die Meinung sozusagen zusammenzutragen und dann da, ja, dass Athleten Deutschland zum Beispiel wusste, wie sie sich jetzt positionieren in Bezug auf Olympia. Also da geht es ganz, ganz viel um Kommunikation. Ja, und Weitergabe der Kommunikation und der Meinung der Athleten. Ja, spannend, schön. Kai, ist das auf Europaebene ähnlich? Ja, ist ähnlich. Also Kommunikation ist schon ist schon was Wichtiges. Aber in Europa ist nochmal, denke ich, anders, dass ich sitze sozusagen direkt im Board of Directors, habe ich einen Sitz und auch eine Stimme. Das ist sozusagen der Vorstand des Verbandes. Ich glaube, da sitzen insgesamt 14, 15 Leute drin.
Und da geht, also darüber wird alles entschieden. Also so, wo findet eine Europameisterschaft statt? Wo findet, keine Ahnung, irgendein Schulevent statt? Das wird alles eigentlich dort entschieden, in diesem Gremium. Und da habe ich, wie gesagt, auch eine Stimme. Und dieses Gremium, du hast es ja vorhin angesprochen, das tagt 4 bis 5 Mal im Jahr. Und dann ja an einem Wochenende und dann sozusagen treffen wir uns irgendwo in Europa und dann ja, bin ich bei den Sitzungen ganz normal dabei und auch immer in diesen Entscheidungsprozess eigentlich ja, eingebunden. Klar, wenn es jetzt darum geht, irgendwie so formelle Dinge, die jetzt nicht direkt die Athleten betreffen, dann halte ich mich da weitgehend natürlich raus, weil dafür gibt es dann da andere Experten. Aber weiß nicht, dann werden da halt so Entscheidungen getroffen wie, wir haben jetzt ein Social-Media-Projekt für europäische Athleten, weil wir halt gemerkt haben, dass da noch ziemlich viel Potenzial so ist, weil die Reichweite im Vergleich zu anderen Sportarten zum Beispiel nicht so hoch ist. Also so Ideen kann man dann da einbringen. Und ja, also ich bin auch sehr positiv überrascht, weil das ganze Board, also die ganzen Leute, die da in Europa zumindest entscheiden, sehr spielerfreundlich sind und sehr oft so die Meinung der Spieler A hören wollen und B ja, sie mit einbinden und wirklich auch zum Wohle der Spieler irgendwie entscheiden wollen. Und das macht echt Spaß, das dann zu sehen. Also, ja. Ja, Marc, an dich nochmal 2 konkretere Fragen. Die erste Frage ist, also Fabian hat es eben angedeutet, dass eben auch die Athleten zu uns kommen dürfen, um eben auf Probleme aufmerksam zu machen, dass ihr das dann eben weitertragt an die höhere Ebene, an den Verband selbst. Passiert das? Also gibt es da irgendwie konkrete Beispiele, wo du sagst, da ist schon mal jemand auf mich zugekommen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, kannst du mal erzählen, was so in deinem offenen Brief an das IOC stand? Also was hast du da gefordert? Okay, also zur Frage 1, ja, das passiert. Das passiert auch tatsächlich relativ oft und auch nochmal, um das anzuknüpfen, was die beiden Jungs eben gesagt haben. Auf BWF-Ebene sitze ich auch im Council und im Executive Board und natürlich wird es bei einer globalen Sportorganisation nochmal alles wesentlich komplexer, weil die Entscheidungen einfach weitreichender sind, die Entscheidungswege sind sehr groß. Im Board sitzen wir, im Council sitzen wir, glaube ich, mit 26 Leuten aus der ganzen Welt. Das heißt, eine Entscheidung da zu treffen, braucht auch einen gewissen Vorlauf. Man kann sich sicher, oder ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie es ist, so eine Telefonkonferenz im Moment mit dann insgesamt über 35 Teilnehmern aus der ganzen Welt abzuhalten. Das ist nicht wirklich produktiv manchmal. Aber ja, ich könnte anfangen von Spielern und das hat auch, wie soll man sagen, da ist die Bandbreite sehr, sehr groß, weil wir haben Spieler, die in den Top 5 der Welt sind, die sich teilweise zu Recht beschweren über Bedingungen, sage ich mal, bei All-England-Finale oder Preisgeldfragen. Gleichzeitig bin ich natürlich auch Athletensprecher für, als Beispiel, afrikanische Athleten, die sich keine Schläger und Bälle oder Netze kaufen können. Das heißt, die Bandbreite der Probleme ist riesig. Es gibt viele Sprachbarrieren. Zeitdifferenz ist auch immer ein Problem und es ist schon sehr, sehr ja, interessant. Zu meinem Brief ans IOC war eigentlich der Diskussion geschuldet, die wir auch innerhalb von Deutschland hatten mit dem Verein Athleten Deutschland. Da war mir persönlich die Kommunikation vom IOC nicht wirklich klar genug und es war für mich ein bisschen eine Hinhaltetaktik, die da gefahren wurde, ohne zu sehen oder auch vielleicht ohne einzusehen, dass es im Moment wirklich Wichtigeres gibt als den Sport und dass eigentlich in keiner Sportart irgendwie faire Wettkampfvorbereitung möglich ist und alle Athleten, ich hatte wirklich Dutzende Anfragen aus der ganzen Welt, mich überschüttet haben mit Fragen und da herrschte einfach eine große Sorge und da habe ich mir eine deutlich sensiblere, deutlich empathischere und deutlich klarere Stellungnahme vom IOC gewünscht. Das ist natürlich nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung von der globalen Badminton-Community, so wie sie an mich herangetragen wurde, ist auch die Meinung von Verein Athleten Deutschland, der nicht nur für Badminton zuständig ist, sondern für alle Sportarten in Deutschland, dass wir uns da ganz klar positionieren wollten und dem IOC deutlich machen wollten, dass sie dann eine Entscheidung treffen müssen, zum Wohle aller, weil es bringt auch nichts, Geisterspiele abzuhalten, meiner Meinung nach, oder da noch länger auf Zeit zu spielen, weil es geht ja nicht nur um die Sicherheit der Athleten, sondern auch um der Leute, um der Fans, um der
Offiziellen, die bei den Spielen sind, die da im Moment noch an den Stadien gearbeitet haben und so weiter. Und das muss irgendwie im Vordergrund stehen und nicht, wir warten noch ein paar Wochen, bis wir entscheiden. Kommen gleich nochmal zu Olympia. Das ist total spannend, was du da erzählst. Ich würde nochmal ganz kurz anknüpfen an das, was du gerade sagtest, dass eben auch Anfang zum Beispiel aus der sogenannten Dritten Welt kommt, Afrika mit fehlenden Netzen und so. Hast du das Gefühl, dass du als Athletensprecher dort auch Dinge bewirken kannst? Passiert da was, wenn du auf solche Dinge angesprochen wirst? Ja, tatsächlich passiert relativ viel. Ich will es jetzt nicht auf meine Person festmachen. Ich meine, ich mache das im Ehrenamt neben einem normalen und sehr auslastenden Job. Man muss eigentlich sagen, dass die BWF eine spezielle Abteilung hat, die Development und Sport for All nennt die sich. Und die machen wirklich, wirklich gute Projekte weltweit tatsächlich. Kommunizieren das noch nicht ganz so gut, wie sie es vielleicht könnten. Da passiert schon einiges, aber klar, alle Probleme der Welt kriegen sie nicht gelöst und ich erst recht nicht. Also ich kann die Leute darauf aufmerksam machen und probieren, da Lösungen zu finden. Manchmal ist es schwierig, weil die BWF als globale Sportorganisation bei zum Beispiel kleineren Turnieren gar nicht die Hoheit hat. Das heißt, es wird dann ausgerichtet von Nigeria oder vom afrikanischen Bettenverband. Da kann die BWF erstmal nicht viel machen, weil die relativ autark sind. Und solche komplexen Verflechtungen verstehen viele Spieler nicht oder haben sich einfach nicht damit zusammengesetzt. Und dann ist es halt immer dieses, wie wir auch im Politikbetrieb in Deutschland sehen, immer, dass die da oben machen das falsch. Und ganz so leicht ist es tatsächlich nicht. Und deswegen ist auch ein Großteil meines Jobs, ist wirklich bei Adam und Eva anzufangen teilweise, wenn ich mit Spielern rede und denen erstmal so das Grundprinzip erkläre, wie Entscheidungen getroffen werden, wer überhaupt was zu sagen hat, weil am Ende des Tages auch in der BWF, wir sind ein Council, also eigentlich ein Aufsichtsrat, wenn man so will, von 26 Leuten. Die BWF hat 43 Leute im Büro sitzen in Kuala Lumpur. Am Ende des Tages gibt es ein entscheidungsgebendes Gremium und das ist das sogenannte AGM, wo Vertreter aller Nationen einmal im Jahr zusammenkommen. Sollte eigentlich jetzt in Dänemark während des Thomas Uhr Cups sein und die stimmen dann darüber ab. Das heißt, selbst wenn das Office oder selbst wenn das Council irgendwas will, heißt es noch lange nicht, dass es durchgeht. Und die Entscheidungswege sind einfach komplex, sind kompliziert, sind demokratisch und das ist aber ja, für viele Leute, sag ich mal, an der Basis teilweise nicht nachvollziehbar. Und auch, ja, natürlich herrscht da eine gewisse Ungeduld. Ne? Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man da aufklärt und die Leute informiert, wie sie sich beteiligen können und wie der Prozess da ist und wie man da Einfluss drauf nehmen kann. Ja, sehr spannend. Ja, dann kommen wir zurück zu Olympia. Jetzt ist das ja, wie gesagt, diese besondere Situation, dass wir auf Bundes-, Europa- und Weltebene da einen deutschen Vertreter haben. Die Entscheidung, die dann getroffen wurde vom IOC und da auch von Thomas Bach, war ja relativ schnell. Also es war ja eigentlich so gedacht, dass es ein bisschen länger dauert, bis entschieden wird. Und dann kam die Entscheidung sehr, sehr schnell. Wie war das denn vorher bei euch? Habt ihr vorher viel innerhalb eurer Athletengruppen kommuniziert und habt ihr vielleicht sogar untereinander kommuniziert? Also dass du, Fabian, dich zum Beispiel auch mit Marc und mit Kai ausgetauscht hast, was eben Europa- und Weltebene angeht. Ja, genau. Also es war so, dass wir, oder dass ich und die Isabel haben uns mit den potenziellen Tokio-Kandidaten vom Badminton viel ausgetauscht und deren Meinung abgefragt, wie es denn aussieht bezüglich deren Meinung zur Verschiebung, ja, wie einfach die Meinung, dazu, wie sie dazu stehen. Und dann, wie ich eben schon gesagt hatte, war dann einfach die Aufgabe oder die Bitte von Athleten Deutschland, von Verein der Athleten, ein einheitliches Bild zu gewinnen über die Situation und Meinungen der Sportler in Deutschland, wie sie sich positionieren sollen gegenüber dem IOC und auch dem DOSB. Und ja, das war dann schon sehr viel Kommunikation in den Tagen, mehr als sonst, aber dementsprechend auch sehr wichtig, um da einfach ein Bild zu bekommen und dann, ja, dass der Athleten-Deutschland-Verein auch einfach ein einheitliches Bild kriegt. Im Endeffekt wurde dann die Entscheidung, sag ich mal, nicht schnell getroffen, aber dann doch schneller als erwartet. Wir hatten sonntags noch eine Telefonkonferenz, um die Sachen abzufragen. Montags wäre dann, glaube ich, der Fragebogen rausgegangen an alle potenziellen Athleten
Und montags morgens kam dann schon die Info, dass die Kanadier und die Australier sich schon komplett von Olympischen Spielen zurückgezogen haben. Und dann, ich glaube, nachmittags, eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, wurde dann die Info veröffentlicht, dass die Olympischen Spiele verschoben werden. Also dann hat es sich im Endeffekt selbst erledigt. Aber ja, die Kommunikation war schon groß und ja, wir versuchen dann eben ja, die Meinung unserer Athleten, also in meinem Fall jetzt vom Badminton, da weiterzutragen. Ich kann da vielleicht anmerken, dass ich habe diesen Fragebogen an diesem Montag, glaube ich, um 13.30 Uhr habe ich diese Mail bekommen und 5 Minuten später habe ich dann nochmal auf mein Handy geschaut und dann war die Meldung, dass Olympische Spiele sozusagen verschoben wurden. Also das hat sich so ein bisschen überlappt. Ja, also war ganz witzig, weil sozusagen ich wollte eigentlich gerade den Fragebogen ausfüllen, was so meine Meinung ist dazu. Und dann ja, wurde die Entscheidung sozusagen schon sogar kommuniziert. Und ich glaube auch, dass, wie Fabi sagt, dass es irgendwie so die Wochen davor war es eigentlich meistens so, dass wir natürlich darüber geredet haben und auch irgendwie alle so gesagt haben, ja, können sich eigentlich, oder die meisten, sie können sich eigentlich nicht vorstellen, dass wenn das alles jetzt hier so weitergeht, die ganze Situation, dass dann Olympische Spiele mit 12.000 Athleten irgendwie in Tokio stattfinden und die ganze Welt kommt zusammen und da sind ja nicht nur 12.000 Athleten, sondern was weiß ich, wie viele Zuschauer, Offizielle da alle zusammenkommen. Und deswegen so diese Grundstimmung, dass eigentlich, dass das verschoben wird, war schon da. Und dann irgendwann hat sich das sozusagen in diesen Tagen vor der Entscheidung so ein bisschen, wurde halt sozusagen der Druck immer größer, weil sich halt alle gefragt haben, wie sollen wir jetzt trainieren, wie soll es weitergehen? Alle Wettkämpfe werden abgesagt, nur Olympische Spiele erstmal nicht. Ja, und so war das so aus meiner Sicht. Also, und klar, ich habe auch einige Anfragen dann von europäischen Spielern bekommen, die natürlich, also manche haben mir täglich geschrieben, ob ich irgendwas weiß. Ich war jetzt in diesem Prozess natürlich nicht so eingebunden, weil als jetzt in dem Fall Athletensprecher für Europa konnte ich da jetzt nicht so viel machen. Also mein Draht zum IOC ist, wenn dann über Marc, aber halt nicht direkt. Ja, deswegen. Aber so war so die Situation aus meiner Sicht oder ja, meine Erfahrung mit dem Thema. Ja, also generell muss man sagen, ich möchte nicht in den Schuhen von Thomas Bach stecken. Ich glaube, er hat im Moment einen ziemlich schwierigen Job, um das mal vorsichtig zu sagen. Allerdings zeigt das auch, wie wichtig Kommunikation in so Krisenzeiten sind. Und da hat das IOC sich eigentlich eher ein Eigentor geschossen, indem sie sagen, wir halten an den Spielen fest und die Spiele sind weiterhin irgendwie das Hoffnung für die Hoffnung für die Menschheit. Dann irgendwie zurückzurudern und sagen, okay, wir brauchen 4 Wochen Zeit, um eine Entscheidung zu treffen und dann eigentlich gezwungenermaßen zu sagen, ja, wir verschieben es, ist natürlich kommunikativ ein absoluter Albtraum und einfach auch schlecht gehandelt vom IOC. Obwohl ich natürlich weiß, wir hatten noch im Februar ein Meeting in Lausanne im IOC-Headquarter. Da hängt schon verdammt viel dran, muss man sagen, an Olympischen Spielen und nicht nur für das IOC und nicht nur für die Sponsoren, sondern auch viel für jeden einzelnen Sportverband, egal ob international und national. Und was auch die Verschiebung jetzt für Folgen haben wird, mittelfristig oder vielleicht sogar langfristig für einige Sportverbände, ist nicht abzusehen, aber die Kommunikation war einfach unterirdisch, meiner Meinung nach. Gut, dann kommen wir direkt mal zu dem Sportlichen. Wir haben ja noch 2 aktive Sportler hier sitzen. Kai, du warst, glaube ich, bevor dann abgesagt wurde, einen Platz von der Qualifikation für Olympia entfernt. Kann das sein? Fabian, bei dir hätte es dieses Jahr wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber jetzt, wo es verschoben wird, auf nächstes Jahr, besteht dann noch irgendeine Chance bei dir? Erstmal Kai. Also ja, ich war, glaube ich, Platz 29 in der bereinigten Rangliste und muss Platz 28 am Ende sein. Also ja, und das war dann auch relativ spannend, weil als es dann so anfing mit den ersten Turnierabsagen, und in meinem Fall war das, glaube ich, also ja, German Open wurden abgesagt, aber ich hatte dann auch noch für Polen und für noch ein Turnier sozusagen gemeldet, die wurden direkt abgesagt. Und dann hieß es erst so, ja, wenn das jetzt so bleibt und die Quali ganz normal zu Ende geht, dann werden da irgendwie so athletenfreundliche sozusagen Lösungen gefunden.
Deswegen wurde mir da teilweise schon so gesagt, ja, wenn es so bleibt, ist ja perfekt für dich, dann musst du nicht mehr spielen, aber bist dabei sozusagen. Aber ganz so einfach ist, oder habe ich mir das nie so vorgestellt, und man sieht es ja jetzt auch. Ich weiß jetzt, also ich persönlich weiß nicht, wie es weitergeht, ob ich qualifiziert bin oder nicht, oder ob es nochmal einen Quali-Zeitraum gibt oder nicht. Also wie diese ganzen Regelungen werden ja jetzt erst, müssen jetzt erst sehr komplex irgendwie entschieden werden. Aber ja, deswegen sehe ich das alles relativ entspannt, muss abwarten, bis die Entscheidung sozusagen da gefällt ist, und dann kann ich weitersehen, je nachdem, ob es nochmal einen Zeitraum gibt, wo eine Quali gespielt wird oder nicht. Also da müssen wir mal abwarten, also ich aus meiner Sicht. Es stand ja sogar im Raum, dass eventuell über die komplette Olympia-Qualifikation von 12 Monaten wiederholt wird. Dein Wunsch ist es wahrscheinlich eher, dann eine kürzere Qualifikation zu machen und die Punkte, die bisher gesammelt wurden, zu berücksichtigen. Ja, also ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt, aber das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Allein schon, weil wir am 1. Mai, glaube ich, nicht anfangen werden können zu spielen. Und auch aus verschiedenen anderen Gründen. Also man muss sich das ja auch so vorstellen, jetzt haben total viele Athleten ein Jahr lang eine extrem hohe Belastung körperlich und mental und diese ganze Reiserei und auch finanziell. Also ich glaube nicht, dass sich das alle noch ein Jahr genauso nochmal vorstellen können, das so durchziehen können und sich das auch finanziell leisten könnten, nochmal eine Quali zu spielen. Deswegen halte ich das für von allen Varianten, die, glaube ich, irgendwie auf dem Tisch sind, die mit absolut am unwahrscheinlichsten, aber will jetzt auch nicht spekulieren irgendwie. Aber ja, also. Vielleicht kann ich dir da zur Seite springen, Kai. Ja. Weil in dem Prozess bin ich natürlich eingebunden auf BWF-Ebene. Es gibt im Moment mehrere Probleme oder Prozesse, die fast gleichzeitig stattfinden. Es geht erstmal darum, die aktuelle Weltrangliste fest einzufrieren. Wie genau das kommen wird, wird wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Tagen, ich habe eigentlich auf heute gehofft, wird es announced, wie genau das funktioniert. Das ist aber das, eigentlich das Einfachste. Dann geht es im zweiten Schritt darum, wie löst man diese Sperre der Weltrangliste wieder auf. Und das hängt ganz stark davon ab, wie lange keine Turniere gespielt werden können, A, und B, was für Kann ich gerade nicht hören, Marc? Hast du dich selber stumm gestellt? Ja, könnt ihr mich hören? Ja? Könnt ihr auch Marc hören? Nee, wir können dich immer noch nicht hören, Marc. Ich mache einfach erstmal weiter. Du kannst gleich da nochmal anknüpfen. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz zu Fabian gehen. Also ich habe gerade eben noch von Hannes die Information bekommen, dass die Olympischen Spiele jetzt wirklich auf im Prinzip den gleichen Zeitraum gelegt werden, aber 2021. Also es war ja auch stand ja auch im Raum, ob die vielleicht ein bisschen früher stattfinden, also im Frühsommer. Jetzt soll es der gleiche Zeitraum sein. Bei der Deutschen Meisterschaft sah es so aus, als wäre so dein Comeback so ein bisschen gefährdet, hattest ein bisschen Probleme mit der Achillessehne. Wie sieht das bei dir aus? Kannst du dir vorstellen, jetzt wieder, wenn es irgendwann mal wieder losgeht, wieder voll einzusteigen und vielleicht sogar 2021 dabei zu sein? Ja, also jetzt persönlich bei mir ist es so, dass ich eigentlich jetzt gestartet hätte mit den Turnieren. Also ich hätte jetzt eigentlich in Portugal vor 2 oder 3 Wochen hätte ich mein erstes Turnier jetzt seit längerem wieder gespielt. Wurde jetzt aber durch den Virus auch abgesagt. Also von dem her geht es mir jetzt momentan sehr gut. Wie gesagt, ich habe ja 0 Punkte in der Weltrangliste und muss schauen. Das war jetzt gerade mit der Olympia-Quali, die jetzt gerade am Laufen war oder ist, schwierig überhaupt in die Felder reinzukommen mit 0 Punkten. Ja, ich hatte mir letztes Jahr sehr viel Zeit gelassen, generell, um wieder fit und konstant wieder ja, kontinuierlich Wettkämpfe spielen zu können. Das war erstmal das erste Ziel von mir. Und habe da jetzt irgendwie an Olympia-Quali oder sonstige Sachen gar nicht gedacht, sondern das Ziel war erstmal, dass ich wieder konstant längere Zeit ohne irgendwelche Verletzungen Batman spielen kann. Und ja, jetzt auf dem Weg zurück ist natürlich so, dass Training ist die eine Sache, aber Wettkampf ist immer noch mal was anderes. Und dementsprechend hatte ich einfach noch 1-2 Kleinigkeiten nach den ersten Wettkämpfen. Aber das hat es dann auch wieder gelegt. Und von dem her, ja, war es jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich eigentlich in Portugal im Feld gewesen wäre und hätte spielen können. Aber
ja, durch die Pandemie jetzt eben nicht. Und ja, jetzt versuche ich einfach, mich weiter fit zu halten und dann wird die Möglichkeit irgendwann kommen. Aber jetzt gerade mit der Situation, also ist es sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt eine neue Quali gibt. Deswegen ist da jetzt für nächstes Jahr die Olympischen Spiele kein Thema mehr eigentlich. Ja, ist eine spannende Zeit. Bin ich wieder drin? Sorry, hört ihr mich? Man hört dich jetzt wieder. Ja, sehr gut. Das war am Ende, du bist gerade wieder reingekommen, als Fabian seinen, seinen Punkt hier erläutert hat. Dann darfst du jetzt gerne an deinem Punkt wieder weitermachen. Ja, was ich eigentlich nur kurz sagen wollte, ich glaube, dass es gibt verschiedene Themen, was die Weltrangliste angeht. Und losgelöst davon ist die Olympia-Qualifikation. Und es besteht eigentlich schon soweit Einigkeit darüber, dass die Leistung, die jetzt innerhalb der letzten 9 Monate erbracht wurden, dass die irgendwie berücksichtigt werden. Noch nicht genau im Detail wie, aber wie Kai schon meinte, ich glaube, fast kein Spieler oder fast kein Land kann sich das leisten, nochmal so 12 Monate durchzuziehen und wäre es, glaube ich, auch unfair, das irgendwie zu verlangen. Und da sind wir irgendwie dran an der Lösung. Hängt aber natürlich davon ab, wie lange jetzt keine Turniere stattfinden und was für Turniere dann im nächsten Jahr oder was für Turniere generell in den nächsten Jahren stattfinden. Danke dir, Marc. Letzte Frage noch. Wir sind eigentlich schon ziemlich vorangeschritten in der Zeit. Da möchte ich ganz gerne eine relativ kurze Antwort von euch haben. Und zwar, ihr habt eben schon mal erwähnt, wie im Moment euer Training aussieht. Es ist ja natürlich so, dass die wenigsten solche Top-Athleten sind wie ihr. Die meisten, die jetzt auch zuhören, sind wahrscheinlich eher Hobby-Athleten oder im guten Amateurbereich unterwegs. Und was habt ihr für Tipps, was das aktuelle Training angeht? Ich weiß, Kai hat so eine Toilettenrollen-Challenge ins Leben gerufen. Es gibt auch diese Coffee-Cup-Challenge. Kann man sich mal bei Facebook Marvin Seidel angucken. Ich habe es mir mal eben angeschaut. Das ist wirklich der Wahnsinn, was er da macht. Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks, wie man spannend, aber auch sinnvoll sein Training gestalten kann? Fabian, möchtest du mal anfangen? Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man mit dem eigenen Körpergewicht sehr viel Übungen machen, die ja, man eigentlich sonst jetzt weniger macht, weil man eigentlich sonst immer die Gewichte im Kraftraum zur Verfügung hat. Aber ja, man muss irgendwie kreativ sein, man muss sich irgendwelche Wasserflaschen in die Hände nehmen als Gewicht oder sonstige Sachen und alles, was irgendwie zu Hause im Wohnzimmer rumfährt, schauen, dass man da ja die Übungen, soweit es geht, irgendwie ja, improvisiert und dann so weiter trainieren kann. Ja, es ist schwierig. Es gibt ja jetzt wirklich, wenn man in die sozialen Medien guckt, tausende Homeworkouts, wo man sich inspirieren lassen kann. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Da ja, ist viel Fantasie gefragt teilweise, aber trotzdem ist es irgendwie möglich, sich da fit zu halten. Es ist also Athletiktraining ist möglich, man muss ein bisschen kreativ werden. So, ja, also es ist jetzt nicht 100% Maximalkrafttraining, das ist nicht möglich, aber soweit es geht, irgendwie die Zeit überbrücken mit, ja, man kann dann entweder die Wiederholungszahl hochschrauben, dafür ein bisschen weniger Gewicht machen, also irgendwie kreativ sein, ist auf jeden Fall das Wichtigste in der Zeit. Ja, super. Dann hast du auch eine Idee? Ja, ich will noch den Tipp geben, dass man einfach sich jetzt eine Sache sucht, die man unbedingt schon mal lernen wollte oder so. Also bei mir, ich habe mir jetzt vorgenommen, weil ich es überhaupt nicht kann, Handstand zu lernen oder so Sachen. Also was man ja zu Hause perfekt lernen kann oder halt so. Ich sage den Leuten immer, wenn ihnen langweilig ist, sollen sie jonglieren lernen oder sonst was, weil 3 Bälle zu Hause hat jeder. So Sachen, also so kreative Sachen, die man gut zu Hause machen kann, wo auch 10, 15 Minuten am Tag reichen, um sowas zu machen. Also das wäre so mein Tipp. Die machen mir persönlich meistens Spaß und dann hat man so auch, wenn man Dinge noch nicht kann, irgendwie ein Projekt und ein Ziel, was man erreichen will. Ja, ich glaube auch, es gibt viele Sachen, die man jetzt machen kann. Vor allem, wenn man irgendwie draußen laufen geht, muss man ja nicht einfach nur geradeaus laufen. Und ich glaube, Schattenbadminton ist einfach auch eine gute Möglichkeit, um fit zu bleiben, A, und B, nicht so wirklich das Gefühl zu verlieren für den Badminton-Court. Und ich glaube, ich war in meiner Karriere teilweise sehr, sehr lange verletzt. Fabi hat es auch schon lange erwischt. Und ich glaube, sobald man wieder in die Halle kommt und aber physisch auf einem guten Level ist, dann kommt der Rest wieder von ganz allein und auch relativ schnell.
für die Jungs, ich erwarte einen guten Beachbody diesen Sommer bei all den Liegestützen, die ihr tagtäglich macht. Genau. Das mit dem Beachbody ist gerade nochmal mir angekommen. Die letzten 10 Sekunden davor, die waren irgendwie weg. War da noch irgendwie Info? Ja, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, beim Schattenbadminton hilft weiter, weil wenn man selbst nach einer langen Verletzung keine Zeit auf dem Feld hatte, das kommt relativ schnell wieder, das Ballgefühl. Aber es ist halt wichtig, wirklich physisch fit zu bleiben. Gut, danke dir, Marc. Okay, Hannes, ich würde sagen, du schaltest dich mal dazu und hast bestimmt die eine oder andere Frage notiert. Ansonsten, ich sehe noch nicht so viele Fragen. Ja, vielen Dank erstmal an euch vier für die interessanten Eindrücke. Ich habe noch eine Frage an Marc. Würdest du dir denn heute noch die 2 zutrauen auf dem Einzelfeld? Musst den Ton anmachen. Jetzt hört ihr mich? Ja. Ja, ich hätte voll Bock, mal wieder zu zocken. Ich habe ja irgendwie in den letzten Monaten probiert, irgendwie alle 2-3 Wochen einmal in die Halle zu gehen zumindest. Und außer der Fitness klappt es eigentlich von den Schlägen noch ganz gut. Ich hätte super Bock, gegen die beiden Jungs zu spielen. Ja, nur leider sind wir so weit weg voneinander. Aber irgendwann komme ich nochmal nach Mühlheim und fordere euch. Ja, die zwei vermissen dich, oder? Kai und Fabi. Ja, total. Also es fehlt jemand, der beim Englisch-Doppel einem, wenn man verloren hat, dann mit 5000 km/h perfekt auf den Po schießt oder so, als Strafe. Das fehlt auf jeden Fall. Oder beim 3 gegen 3, ich glaube, das würde noch besser passen zu Marks aktuellem Fitnesszustand. Da war er, glaube ich, früher schon immer ein belebendes Element auf jeden Fall im Training. Okay. Ja, ich öffne noch einmal die Runde für Fragen im Chat. Die drei, beziehungsweise wir alle, stehen auch noch kurz zur Verfügung. Deswegen würde ich sagen, nutze ich die Zeit, um einfach auch schon auf die nächste Session hinzuweisen. Die ist nämlich am kommenden Mittwoch. Und die wird geleitet und veranstaltet von Tobias Wadenka, auch ein Referent Bildung im DBV, der das Ganze nochmal für Training zu Hause praktisch aufbereiten wird. Was für Möglichkeiten kann man denn wirklich machen? Das wird er sehr anschaulich am Mittwoch um 17 Uhr präsentieren. Und wir hoffen, dass wieder viele von euch auch da mit dabei sind. Vielleicht auch Kai, vielleicht auch Fabian, vielleicht auch Marc, dann eben nicht draußen monoton joggen zu gehen, sondern die Zeit auch zu nutzen. Ansonsten, letzte Chance für Fragen. Ich würde sonst noch mal 2-3 Fragen reinwerfen, die kommen von Rainer Diehl. Und da geht jeweils eine an jeden von euch. Und es geht ums Vermissen. Der Rainer ist ein kleiner Witz, den ich schon kennengelernt habe. Marc, an dich die erste Frage: Vermisst du den Karneval? Ja, ich vermisse den Karneval sehr. Tatsächlich hätte ich dieses Jahr die Chance gehabt, daran teilzunehmen. Ich war allerdings in Italien. Insofern hebe ich mir das fürs nächste Jahr auf. Aber ja, tue ich. Mhm. Gut, dann geht die nächste Frage an Kai: Vermisst du grüne Soße? Nein, vermisse ich nicht, weil da muss man ja sagen, das wird in Frankfurt gegessen hauptsächlich und ich komme aus Darmstadt, deswegen esse ich das sowieso nicht. Das ist sozusagen ja nicht erwünscht in Darmstadt, sowas. Ja, ich hab die Info von Rainer, ne? Deswegen frage ich, dann liegt das an Rainer. Das kann man ja. Fabian, weil da fragt nämlich Rainer, ob du bei dir schon eine Tendenz zu schaffe Häuslebaue feststellst. Den Dialekt hat wahrscheinlich nicht jeder verstanden. Eine Tendenz? Momentan noch nicht. Nee. Aktuell noch nicht. Aber kommt bestimmt irgendwann. Ja, so, super Gelegenheit. Ihr drei habt die Chance, es dem Rainer auch zurückzuzahlen mit Fragen. Er ist nämlich am Freitag Gast hier bei Webminton. Wieder gemeinsam mit dem Paco. Und wenn ihr eine Frage an den Rainer habt, das gilt auch für alle Zuhörer oder Zuschauer hier, dann könnt ihr euch bis Freitag was überlegen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
hier heute dabei zu sein und uns Einblicke in eure Arbeit, aber auch in eure Gefühlswelt zu geben, und wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Das gilt für euch drei oder vier besonders, wie auch für alle anderen Zuhörer, und dass wir uns am Mittwoch oder in den nächsten Sessions auch wieder live sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank euch. Bis dann, ciao. Schön. Danke. Tschüss zusammen, ciao. Alles Gute. Ciao, ciao.